Es gab eine andere Hochzeit, allerdings fernab der Öffentlichkeit. Die deutsche Königin der Herzen hat ihren Prinzen gefunden, meine Damen und Herren. Verona Feldbusch hat Franjo Poth geheiratet. Doch. Hat er nicht mit dir gesprochen vorher? Ja, das ist jetzt blöd, dass du es von mir erfährst. Es ist vorbei mit euch beiden. Er hat sich doch für Verona entschieden. Die Hochzeit fand ganz, ganz heimlich statt. Keiner hat's gemerkt, nicht mal Verona. Selbst Veronas Management wusste nichts von der Hochzeit. Gut, die haben ja schon seit längerer Zeit keinen Grund mehr bei ihr anzurufen. Aber Verona wäre nicht Verona, wenn sie nicht zufällig, ganz, ganz zufällig, ihre Hochzeit auch hätte filmen lassen. Und wir sind an ganz geheimes Material gekommen. Ich kann mir dem einfach nicht merken. Ja, ist doch gar nicht so schwer. Mach noch mal. Möchten Sie den hier anwesenden Franjo Poth zum Mann nehmen? Wie war das noch mal? Tja! Ja, Verona. Es heißt ja. Ja, ja, ja! Es geht doch, mach noch mal. Fertig? Ja! Wirklich? Ja! Super, dann los. Möchten Sie den hier anwesenden Franjo Poth zum Mann nehmen? Mist! Nun frage ich auch Sie, Frau Feldbusch. Wollen Sie den hier anwesenden Franjo Poth zum Mann haben? Das lassen wir gelten. Super, ich freue mich so. Boah, du bist so fett, Verona. Bin ich gar nicht. Mach schon. Au! Dieter? Das geht so nicht. Dann mach andersrum. Los, Idiot. Au! Dieter? So, und jetzt schön in die Flatterwochen. Boah, Verona, Flitterwochen. Sag ich doch. Bist du angeschnallt, Franjo? Ja. Super. Dann kannst du jetzt losgehen. Boah, Verona, schalt doch mal. Das ist total ungemütlich.